Ich weiß es. Ich sehe mich am Schreibtisch und mache Ideen. Cool, oder? Nee, also ich. Als Agentur. Ja, sonst habe ich ja aufgehört zu leben, wenn ich das nicht mache. Wenn nicht BWL studiert, sondern was anderes, deswegen auch als Vorstand, ja. Wie gesagt, ich finde immer, was mich so stört in der ganzen Debatte, um mal was reinzuschmeißen, ist, wie viel Angst man haben muss, wie sich alles ändern wird, wie die Daten alles ändern werden, wie die Ansprache so zielgerichtet sein wird, dass alles zu spät ist und. Und dann so typisch deutsch, Gott, oh Gott, das wird alles ganz schlimm. Und im Gegenteil, es wird super. Also für einen Kreativen gibt es nichts Besseres, als wenn der Werkzeugkasten explodiert, wenn du das machen kannst, die Strategie hat es genau vorgelegt, wo du hinziehen musst. Das ist doch sensationell. Also ich verstehe das immer nicht, wenn dann immer gleich von Revolutionen, Erdrutschen, das wird alles auf den Kopf stellen. Da stehst du als Kreativer nur und denkst, super, let's go. Ja, jetzt wird's gut. Wer will denn nur Print oder TV? Das ist doch Quatsch. Also klar gibt es Aufgaben zu lösen bis dahin, die wir machen müssen. Aber ich glaube, alle fünf, wie wir hier da sitzen, sind eigentlich schon relativ gut drauf eingestellt. Oder wenn ich gucke bei einer BMW.com, diese Plattform, BMW.com, die wir weltweit machen. Wir haben die konzipiert, wir füllen da den Content rein, wir haben sogar die Plattform entwickelt, wir machen alles aus einer Hand bis zur Abgabe. There you go. Und ich, also, was mich immer so ein bisschen stört, wollte ich nur sagen, ist dieser leicht zweifelnde Unterton, wie das dann alles werden wird. Und ich glaube, es wird alles super. Naja, also diese gesamte Debatte ist ja tatsächlich immer sehr angstgesteuert. Ah, jetzt hat, glaube ich, Rocket Internet wieder irgendwie 250 Leute abgebaut und ersetzt sie angeblich durch Roboter, Algorithmen etc. Also dieses Angstgesteuerte finde ich immer schwierig an dieser ganzen Big Data Debatte, weil es letzten Endes darum geht, wie Götz gesagt hat, wow, es gibt neue Sachen, damit kann man neue tolle Sachen umsetzen und dass wir weiter aber natürlich trotzdem TV-Spots machen werden, das ist auch klar. Also TV gibt es immer noch hier in München, ne? Pro7, Sat1, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Aber diese Angstgesteuertheit, die müssen wir ablegen. Also Veränderung, Change ist gut, das ist, finde ich, echt wichtig für uns in der Branche und vielerorts blockiert das auch unglaublich immer noch so, oh Gott, was müssen wir? Müssen wir jetzt das machen? Müssen wir Big Data machen? Was ist das neueste Deep Learning? Ich glaube, wir müssen mal so einen Buzzword-Shredder irgendwo aufstellen und da alles reinwerfen, weil es ist, Big Data beschäftigt uns jetzt auch schon seit 7 Jahren. Hat das jetzt völlig alles verändert? Ja, teilweise hat das viel in Sachen Performance-Marketing verändert, aber ja, die Werbeagenturen gibt es ja immer noch, komischerweise. Aber die interessante Frage war ja, wo sind wir in 5 Jahren? Und ich finde, da muss man einfach ganz klar sagen, wer weiß das schon? Ich könnte das nicht beantworten. Ja, wahrscheinlich haben wir alle mit Ideen weiter zu tun. Nur die Kanäle, die kennen wir nicht. Und ich glaube, was wir anerkennen müssen, ist, selbst wenn es nicht angstgesteuert ist, dieser Zweckoptimismus, den wir, glaube ich, alle gut trainiert haben inzwischen und so diese Agilität, in der wir unterwegs sind, der wird auch gepaart sein mit einem hohen Grad an Unsicherheiten und Unwissenheit, was denn da tatsächlich hinterm Horizont ist.